Herzlich willkommen zum zweiten Teil oder Nachfolge-Podcast. Hier wieder mit Peter Steinborn, nachdem wir ja im ersten Teil über die Ziele und Hintermänner des Weltwirtschaftsforums gesprochen haben, wollen wir ja nun darüber sprechen, wie denn die echte Rechte mit Zielsetzung und Agenda dieser Organisation umgehen sollte und warum das gerade für uns Rechte ein so wichtiges Thema ist, zumal diese Thematik ja schon als große Politik einzuordnen ist. Oder wie siehst du das, Peter? Ja, also es ist das ist ein unheimlich wichtiges Thema, deswegen sprechen wir ja auch darüber. Es ist große Politik, das ist wahrscheinlich sogar noch maßlos untertrieben, weil wir haben ja im ersten Teil ja schon herausgeschält, dass dort tatsächlich die Politik gemacht wird, also die Metapolitik gemacht wird. Haben wir gesagt, also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass dort genau die Welt skizziert wird, wie sie auszusehen hat, aber es wird auf jeden Fall dort diskutiert und debattiert und extrem viel Einfluss von dort aus genommen auf die politischen Verhältnisse, auf die gesellschaftlichen Verhältnisse und auf einzelne Institutionen und Stakeholder, die ja dort auch teilweise Mitglieder oder regelmäßige Gäste auf dem Forum sind. Von daher, das ist die ganz große Politik, die dort gemacht wird, die ganz große Metapolitik. Und es ist natürlich auch für uns wichtig, es ist für uns wichtig zu verstehen, dass auch wir als Rechte beziehungsweise als die nationale Gegenkraft, die ja gegen diesen Globalismus steht, da jetzt nicht untätig dabei zuschauen sollten und wir jetzt nicht glauben müssen, dass wir hier vollkommen ohnmächtig sind. Im Gegenteil sogar, mir ist es wichtig, dass wir jetzt hier auch herausschälen, dass die Globalisten, wie wir das ja auch schon im ersten Teil angedeutet haben, tatsächlich auch befürchten, dass der Druck von rechts immer stärker wird, dass sie fürchten, dass ihr System, dass das globale System immer instabiler wird und gegebenenfalls sogar kollabieren könnte. Und in diesem kurzen Zeitfenster, kurz nach dem Kollabieren, natürlich sich da auch Möglichkeiten eröffnen für Gruppen, die vielleicht jetzt ja noch zu einer Minderheit gehören und eher so in Anführungsstrichen Randgruppen sind. Wir bewegen uns jetzt hier, das kann man wirklich mit aller Bescheidenheit sagen, das kann man sagen, ohne jetzt hier irgendwie träumerisch oder sich in Träumereien zu ergießen. Wir bewegen uns jetzt tatsächlich in eine Endphase hinein. Man kann schon davon sprechen, das ist jetzt das Endgame, wenn auch Klaus Schwab sogar schon sagt, also der Neoliberalismus hat ausgedient, der neoliberale Kapitalismus steht vor dem Kollaps und es bedarf hier auch von Seiten der globalen Eliten einer Überlegung oder Überlegungen eines Resets. Dann ist das ein Wink mit dem Zaunpfahl, um das auch mal wieder etwas verniedlicht hier zu sagen. Hier sind auf jeden Fall Möglichkeiten, die sich ergeben. Und ich frage mich die ganze Zeit, wo gibt es eben innerhalb der Rechten eine Diskussion dazu? Warum fehlt es immer noch, und das muss man hier so ganz klar betonen, einer klaren Vision, die man dem Ganzen entgegen setzen sollte. Es ist ja vielmehr eine Frage, wie agiert denn die echte Rechte, weniger wie reagiert sie darauf? Und was denkst du denn, woher das kommt? Also ist das fehlende Theoriearbeit oder Vorfeldarbeit oder will man das Pferd von hinten aufzäumen? Woran liegt das? Ja, also es ist von alledem etwas. Ich sage immer ganz gerne, bringe ich dieses Bild. Wir sprechen permanent über die Farbe des Daches. Dabei gibt es noch nicht einmal ein Fundament. Wir haben nicht mal ein Fundament gegossen, wollen aber schon darüber diskutieren, wie die Farbe des Daches auszusehen hat oder die Fassade. Und das ist ein grundlegendes Problem innerhalb der Rechten, obgleich es in den letzten Jahren einige Fortschritte auf diesem Gebiet gab, ist sie immer noch steckt sie immer noch in ihren theoretischen Kinderschuhen. Die Rechte hat es verlernt, die Nachkriegsrechte, sich tatsächlich mit Theorien auseinanderzusetzen. Sie unterhält sich, sie diskutiert, wenn dann nur über Aktionsformen, über Formen, wie man Aufmerksamkeit erregen kann. Also, wie ich eben schon sagte, es wird über die Farbe des Daches diskutiert, aber
es fehlt an Theorie, denn die Theorie ist die Grundlage einer jeden Bewegung. Hier bringe ich immer wieder gerne an, das habe ich, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast angeschnitten, diese Vorstellung von Plechanow und Lenin, die gesagt haben, also eine wirklich revolutionäre Bewegung, eine erfolgreiche revolutionäre Bewegung braucht drei Akteure. Das ist der Theoretiker, der Propagandist und der Agitator. Und genau in dieser Reihenfolge, wie ich es gerade eben gesagt habe, der Agitator kann gar nicht existieren, wenn es nicht einen Theoretiker gibt, der die Theorien, die Ideen dafür schafft, der sie schöpft in Denkfabriken, in Denkschulen und die nicht dann auch vom Propagandisten natürlich verbreitet werden, sodass sie überhaupt an den Agitator herankommen können, der auch das Zeug dazu hat, all diese Theorien dann in ein Bild zu gießen, um es den Massen halt eben auch bildlich zu machen, bildhaft zu machen. Genau, das hattest du, glaube ich, auch auf dem, du warst ja auch beim ersten D3B-Mitstreitertreffen und da hast du das ja auch sehr schön auch bildlich dargestellt. Also das ist quasi diese Fundamentarbeit, die zu kurz kommt. Jetzt haben wir ja festgestellt, dass deren Agenda ja nahezu allumfassend ist. Also auch Vertreter wie die Bertelsmann-Stiftung, ja, die eigentlich tief gesellschaftlich verwurzelt ist und gewisse Narrative spinnt und das Einwirken auch auf globale Abkommen, wie zum Beispiel den UN-Migrationspakt, da war das Weltwirtschaftsforum ja ebenfalls beteiligt. Das macht eben dieses Weltwirtschaftsforum zu einem wichtigen Machtfaktor der Eliten. Und nun stelle ich natürlich die Frage, welche Mittel und Wege stehen uns als Gegenpart zur Verfügung? Ja, das wichtigste Mittel, das klingt jetzt ganz banal, aber das ist unser Verstand und unser Geist. Das ist das allerwichtigste Mittel, nur das wird halt viel zu wenig verwendet, dieses Mittel. Also das heißt, wie ich eben schon sagte, wir brauchen Ideen, vor allem weg vom Anti, also von dieser Anti-Haltung. Die Rechte hat ein Riesenproblem mit der Anti-Haltung. Also wir sind immer anti-globalistisch, anti-kapitalistisch, anti-was auch immer, ja, gegen die Migration, gegen weiß der Geier was alles. Aber es fehlt dieses Pro. Also dass man für etwas ist, dass man sich in erster Linie für etwas ausspricht. Natürlich gibt es das, das ist mir ja vollkommen klar und das ist ja auch Bestandteil des weltanschaulichen Kerns, wenn man das so bezeichnen möchte, der Rechten, dass sie natürlich für etwas kämpft, dass sie für eine Freiheit kämpft, also keine Freiheit von etwas, sondern eine Freiheit für etwas, dass sie auch für das Volk einsteht, für Identität, für das Schöne, für die Natur und so weiter. Aber das sind Dinge, die auch in der Propaganda wie auch in den Ideen, Diskussionen, wenn es überhaupt welche gibt, kaum zur Geltung kommen. Es wird sehr häufig dieses Anti betont. Ein Riesenproblem, weiß jeder Marketer, dass es unheimlich schwierig ist, aus einer Anti-Haltung eine Positiv-Haltung zu transformieren. Also wenn ich jetzt also Negativwerbung betreibe, indem ich die Konkurrenz die ganze Zeit schlecht mache oder ein Problem extrem hervorhebe, das ist sehr schwierig, aus dieser negativen Einstellung, die ich vielleicht sogar am Anfang erzeugen möchte beim Rezipienten, beim Zuhörer oder beim Empfänger, dass ich von dieser Negativeinstellung dann auch zu einer Positiveinstellung komme. Das ist nahezu unmöglich. Das wirkt ja auch nicht attraktiv, ne? Sag ich mal. Wir wollen ja mit attraktiv, genau. Das ist destruktiv sogar. Also wer hat schon gerne Menschen um sich herum, die ständig nur über das Negative sprechen? Also jeder von uns ja auch, der sich mit diesen Dingen beschäftigt. Natürlich, allen geht es am Anfang so, man sieht erstmal die ganzen negativen Dinge und spricht das an, versucht das auch in seinem Umfeld irgendwo anzubringen, weil man wissen will, wie denken eigentlich andere Leute darüber, kriegen die das auch mit, auch jetzt hier, mit den Dingen, die uns in den letzten Monaten hier widerfahren sind und das weltweit. Man spricht die Leute an, fragt sich manchmal, was ist da eigentlich nicht, warum fällt denen manches nicht auf? Aber es ist auch schwer, wenn man denen ständig immer wieder das Negative vorhält, dann wirkt man wie der destruktive Mensch, der Hiobsbote, der so die schlechte Nachricht überbringt. Und nicht ohne Grund wurden solche Leute früher im Mittelalter geköpft, ja. Außer man hat eine Lösung parat, da kann man ruhig eine schlechte Nachricht überbringen. Das ist richtig, genau. Das empfehlen auch Psychologen auf dem Arbeitsplatz, dass man immer wenn man dem Chef eine negative Mitteilung zu übergeben hat, man muss das immer eine Lösung parat haben. Ja, und da möchte ich hier wirklich
mal betonen, man kann eben auch, das haben uns, die Linken haben uns viel voraus und wir können viel von den Linken lernen. Also ich meine jetzt nicht unbedingt von den Linken, wie wir sie jetzt sehen, da ist ja nicht mehr viel davon übrig. Aber Marx, Engels, Lenin, ich weiß, ich bringe das immer wieder an und das wird vielleicht bei dem einen oder anderen so ein bisschen, naja, nicht unbedingt auf Gegenliebe stoßen, das verstehe ich schon, die Namen sind ein bisschen verbrannt in unseren Kreisen. Aber nichtsdestotrotz, was ich ihnen einfach hoch anrechnen muss, sie haben die Lage immer analysiert, nicht immer richtig, aber sie haben sie analysiert und sie sind vor allem streng dialektisch vorgegangen. Das heißt, sie haben die Welt als etwas, als komplex wahrgenommen und haben sie sich wirklich genauestens unter die Lupe genommen und haben anhand dieser Analyse, dieser Lagebeurteilung dann auch ein Möglichkeitsfeld ermittelt, also welche Möglichkeiten bestehen, welche Szenarien könnten jetzt also eintreten in der Zukunft und anhand dessen dann einen Gegenentwurf skizziert. Also das ist ja das Erste, das ist ja ganz normales militärisches Vorgehen oder wenn ich eine Rede halte, einen Vortrag mache, was auch immer, ich beurteile die Lage, skizziere das Möglichkeitsfeld, also welche Möglichkeiten ergeben sich daraus, was ist der Gegenentwurf zu dem Status quo, den ich ja als unzufriedenstellend hier erkenne und dann zum Schluss komme ich dann zu den konkreten Maßnahmen, die sich mir ermöglichen, also das ist dann sozusagen nochmal ein Möglichkeitsfeld an Möglichkeiten, an Maßnahmen, die ich treffen kann. Also wie gehe ich jetzt das an, dass ich diesen Gegenentwurf tatsächlich umsetze? Und das ist das Erste, was wir machen müssen. Wir müssen erst einmal die Lage richtig analysieren und dann daraus eben auch einen Gegenentwurf skizzieren. Ja, und die Mittel und Wege, die uns ja auch noch zur Verfügung stehen und die wir beide ja auch jetzt gerade nutzen, ist ja das der Öffentlichmachung von diesen Plänen, wie es vom Weltwirtschaftsforum quasi in die Wege geleitet werden soll. Das heißt, dass wir das ins Bewusstsein der Menschen erstmal transportieren und denen zeigen, dass hier ganz eklatant was im Gange ist, was zum Schaden aller Menschen auf diesem Planeten führen wird. Ja, an sich die Enthüllungen, also dass man also die Machenschaften enthüllt, das ist natürlich eine wichtige Aufgabe, aber da sind wir auch wieder dabei. Wir wollen anderen Leuten etwas bewusst machen, alles schön und gut. Wenn wir uns aber selbst nicht darüber bewusst sind, was wir eigentlich wollen, dann ist das alles auch letztendlich ein Schuss in den Ofen, muss ich sagen, weil das ist genau das, was die Rechte schon seit Jahrzehnten macht. Sie versucht, Menschen aufzuklären über die Machenschaften. Alles schön und gut, wenn aber dem Ganzen keine richtige Gegentheorie gegenübersteht, haben wir gesehen, fruchtet das kaum. Selbst innerhalb der Rechten, es gibt keine Einigkeit. Ja, es fruchtet ja nicht mal innerhalb der Rechten. Ja, die fehlende Einigkeit, das sieht man auch gerade bei der AfD, die sich ja gerade selbst am Zerteilen ist. Was denkst du denn, also reicht es einfach, eine Weltanschauungsorganisation zu sein, um diese Einigkeit zu verwirklichen? Weil irgendwie hat es ja, also solange ich politisch aktiv bin, jetzt knapp 30 Jahre, da gab es immer wieder diese Zersplitterung, auch wo es wahrscheinlich nur graduell Unterschiede gab. Aber trotzdem hat man es nicht geschafft, irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden, wo man wirklich die Leute vereint hat. Denkst du denn mit dem Wachsen des Drucks von außen, dass das uns in die Hände spielen könnte? Weil ich sag mal, die Bewegungsfreiheit wird ja immer kleiner, immer schmaler und alle rechten Facetten, die es gibt, sind ja gleichermaßen betroffen. Also denkst du, dass wenn der Druck noch stärker wird, dass man dann endlich so etwas wie eine Einigkeit oder eine Einigung der Rechten schaffen kann? Auf jeden Fall spielt uns der Druck natürlich insoweit schon in die Hände, dass je mehr Druck von außen kommt, desto stärker verdichten sich die Reihen. Na? Das heißt also, dass dass das natürlich auch massiv nach innen wirkt. Die große Einigkeit, die wird, wenn dann nur temporärer Natur sein, also die wird nur zeitweise da sein, solange der Druck von außen da ist, sobald er wieder weg ist, wird das wieder zerfallen. Was ganz normal ist, gibt es überall.
insbesondere hier in Deutschland bei den Rechten, die sind unheimlich zersplittert. Das ist auch prinzipiell erstmal kein Problem, dass es diese Zergliederung, nenne ich sie mal, gibt. Also die Zergliederung, die ist an sich etwas, auch kann auch sehr, sehr wohl etwas Positives sein. Zersplitterung natürlich eher weniger, denn die verschiedensten Gruppen haben natürlich auch verschiedene Schwerpunkte, sowohl in ihrer Form wie auch in den Inhalten. Also man kann ja nicht sagen, dass jetzt alleine die AfD ist ja kein monolither Block, ist ja keine Einheit, sondern daran gibt es verschiedenste Fraktionen, was jetzt extrem zutage tritt. Das alles, was jetzt passiert, ist vorhersehbar gewesen. Nicht genau in welchen Auswüchsen, in welcher Dimension. Aber dass so etwas kommen würde, das war ja jedem klar, der sich ein bisschen also mit Systemtheorie auskennt und weiß, wie so Parteien und Organisationen funktionieren. Da sind nun mal unterschiedliche Interessen. Da sehen wir ja schon, dass es inhaltliche Unterschiede gibt in den Ausrichtungen. Und dann ist es natürlich auch so, ist aber auch in der Form eine Unterscheidung. Das heißt also, in dem, was man für notwendig hält, was man jetzt, was jetzt getan werden muss. Die einen, die setzen eben verstärkt auf Aktionismus, auf Aktivismus in der Öffentlichkeit, Flugblätter verteilen, Demonstrationen machen. Wiederum andere betreiben sehr viel Vorfeldarbeit, machen, gründen soziale Projekte, wo sie anderen helfen. Und wiederum andere, die betreiben, ganz wiederum einige wenige, die betreiben dann halt eben wirklich Theoriearbeit. Also es gibt ja diese unterschiedliche Ausrichtung auch in der Form. Und das ist ja auch an sich gut. Also ist gut schon, dass es so eine Art Arbeitsteilung gibt. Die große Einheit, die wird es, wie gesagt, nur zeitweise geben, wenn der Druck von außen da ist, wenn er so groß ist, dass die Reihen sich im Inneren immer weiter verdichten werden. Aber auch das, wie gesagt, wird nur zeitweise der Fall sein. Mhm. Und vor allem, was du sagst, diese Zergliederung, also um das jetzt mal nicht negativ zu bewerten, ist ja eigentlich in dem Sinne auch gut, weil somit ja möglichst viele Menschen auf ihre persönlichen Fähigkeiten zugeschnitten sich einbringen können. Ne? Wenn du jetzt nur einen Aktivismusarm hättest und Leute, die wollen jetzt vielleicht nicht aktiv auf die Straße gehen, sondern eher Theoriearbeit leisten, die würden sich ja nirgendwo zu Hause fühlen. Ne? Und dadurch, dass du so viele Facetten hast, ist eigentlich für jeden was dabei, sich irgendwo seiner oder seinen Fähigkeiten entsprechend sich einzubinden. Genau, es muss nur in sich gegliedert sein. Ne? Also das heißt, geht ja auch umgekehrt, ist ja der Fall. Also viele Leute, die wenigsten Leute sind Theoretiker oder Technokraten, also die tatsächlich sehr sachlich und objektiv an Dinge herangehen und ganz fein sezieren und auseinandernehmen und dann wieder zusammenfügen, ja, das ist ja eigentlich eher sehr trocken für die meisten Leute, solche Leute, die halt eben eher aktivistisch orientiert sind, die muss auch klar sein, dass dieser ganzen Aktivismus am Ende keinen Sinn hat, wenn es nicht da irgendwo etwas gibt, auf was dieser Aktivismus auch fußen kann. Das ist das Entscheidende, dass es also in sich gegliedert ist. Genau, Aktivismus des Aktivismus Willens ist vergeudete Energie. Genau, das ist ein reines Rotieren dann, ja, genau. Gut, kommen wir nochmal zurück zum eigentlichen Thema, Weltwirtschaftsforum. Die haben ja einen sogenannten Global Risk Report und da stehen ja neben Themen wie Klimawandel, Rassismus, Umweltverschmutzung, vor allem der Nationalismus im Fokus, denn man ist der Meinung, dass gerade der Nationalismus vielleicht die Antworten auf die Globalisierung, auf die Probleme der Globalisierung haben, die eben diese aufgeworfen hat. Und ist Frage an dich, wird denn deiner Meinung nach dieser Umstand von der Rechten in Deutschland überhaupt gebührend Raum gegeben? Ich meine, ist ja auch für uns eine Ehre, der Störfaktor der Eliten zu sein oder zumindest so wahrgenommen zu werden. Und denkst du denn, dass die Rechte in Deutschland da das auch so sieht oder beziehungsweise die Bedeutung, die ihr da zuteil wird? Hm? Also die Frage würde ich jetzt so ganz klar mit Nein beantworten. Ich denke, dass die Rechte sich selbst nicht ihrer Macht und ihres Potenzials bewusst ist. Sie ist nicht bewusst, dass unser Gegner uns oder die Rechte oder diesen Druck von rechts fürchtet und
das natürlich auch zu Recht, denn ich sehe da auch ein gewaltiges Potenzial, wenn es ist ja völlig logisch, wenn die Globalisierung zu immer mehr Opfern, zu immer mehr Auseinanderdriften zwischen Arm und Reich führt, jetzt auch dazu geführt hat, dass wir jetzt hier bald wahrscheinlich auch mit Massenarbeitslosigkeit zu tun bekommen und dergleichen, ja. Dass wir immer mehr über ein bedingungsloses Grundeinkommen sprechen, weil auch die Politik gar keine andere Möglichkeit sieht, die ganzen Leute, die durch die Digitalisierung und durch die Globalisierung auf die Straße gespült werden, aus der Arbeit, aus der sicheren Arbeit herausgespült werden auf die Straße, dass da natürlich auch die Kritik an den Globalismus immer größer wird. Und wer ist denn da natürlich der natürliche Verbündete eines jeden auch sachlich orientierten Globalisierungskritikers? Das ist natürlich der Nationalismus, das sind die Nationalen, das sind wir. Und diese Erkenntnis oder diese Bedeutung, die wir haben, die verstehen die meisten Akteure innerhalb der Rechten nach meiner Beobachtung nicht. Das ist ihnen nicht bewusst, dass die Ideen, die sich innerhalb der Rechten verbergen, die Ideen und die Visionen, die wir schaffen könnten, dass das mehr wert ist als alle Armeen, dass also eine Idee Sprengstoff ist, eine gewaltige Waffe, mit der man mehr erreichen kann als mit jeder Aktion oder mit einer ganzen Armee von Soldaten, das ist vielen nicht bewusst, dass das der Schlüssel ist, so banal das auch klingen mag. Wir reden ständig darüber, wie wir auf irgendwelchen Kanälen und präsentieren sollen. Die Akteure der sogenannten neuen Rechten, die versuchen dann irgendwie in den sozialen Netzwerken immer stärker irgendwo anzudocken und dergleichen, die Jugend irgendwo anzusprechen. Das ist alles nicht unwichtig, das ist gar keine Frage. Aber das sind Dinge, es nützt mir nichts, zu versuchen, irgendwie über irgendwelche Kanäle Leute anzusprechen, wenn ich selbst mir nicht darüber im Klaren bin, wenn ich kein Bewusstsein dafür habe, was denn eigentlich diese Gegentheorie gegen dieses Gegenmodell zu dem ist, was ich den Kritikern und den Opfern des Globalismus anzubieten habe. Ich muss denen ein richtiges Angebot schaffen. Und da reicht es eben nicht, sich dann auf irgendwie so einen Satz wie, weiß ich nicht, Europa statt EU oder Festung Europa oder so etwas, das sind plakative Begriffe, die sind schön, die sind nett, ja, Europa der Vaterländer oder dergleichen, aber das ist erstmal nicht viel, da gehört mehr dazu. Es gibt, wir haben... Ja, gut, das sind natürlich Schlagworte, man muss die Leute ja irgendwie auf sie aufmerksam machen, ne? Aber denkst du wirklich, richtig. Also ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass es dabei diesen Schlagwörtern bleibt, weil man kann den Leuten ja erklären, zum Beispiel, was in unserer Meinung nach dieses Europa der Vaterländer oder die souveränen Nationalstaaten oder warum eben die EU auch nichts mit Europa zu tun hat, so wie wir das kennen, an Europa der Vielfalt, im Gegensatz zu dieser Gleichmachung dieses monströsen EU-Apparats. Ja, gut. Allerdings, wenn mir fällt nur immer wieder auf, wenn ich mit den Leuten, wenn ich dann mal tiefer ins Gespräch eintauche, wenn ich sie dann mal konkret frage, und das sind auch berechtigte Fragen von normalen Bürgern, von Leuten, die, wenn man solche Sachen plakativ rauswirft, die natürlich dann auch hinterfragen können, ja, was bedeutet denn das jetzt, wenn alle Völker souverän sind und so weiter. Wenn ich da schon feststelle, also man ist sich darüber eben auch nicht so richtig im Klaren und was das jetzt genau bedeuten soll. Also da gibt es vielleicht, wir haben ja auch schon darüber dieses Thema gesprochen, da gibt es auch Leute, die sich intensiver damit auseinandersetzen, aber das ist ja nicht wirklich das Groß. Die meisten benutzen diesen Begriff. Es ist ein, ich will mich jetzt auch gar nicht darauf da jetzt aufhängen an diesem plakativen Spruch. Ich bin ja auch nicht dagegen, aber es bleibt in der Regel schon dabei, dass es nur solche Sprüche sind. Und wenn man dann tiefer nachfragt, was bedeutet denn das jetzt und was bedeutet das geopolitisch? Ist das überhaupt geopolitisch machbar? Wenn ja, wie? Wie stellst du dir das vor? Da merke ich, da hört es dann schon ganz schnell auf, vor allem in dem Verständnis von solchen Sachen, wie sowas überhaupt umsetzbar wäre oder ob sowas überhaupt realistisch ist.
Und das liegt natürlich auch daran, dass man dass sehr wenig Geschichtsbewusstsein da ist. Und ich kann ja nur dann wirklich Dinge richtig gut einschätzen und mir auch Dinge gut vorstellen, wenn ich ein langwieriges Geschichtsverständnis habe. Also wenn ich nicht irgendwie in den letzten 10, 20 Jahren denke, sondern wirklich über Jahrhunderte. Und jetzt haben wir, wie gesagt, die Situation, tatsächlich, der Globalismus ist dabei zu scheitern. Ja, das wird immer mehr Leuten spürbar, dass einzelne Nationen kommen langsam zurück. Sie renationalisieren sich. Sie wollen also weg von diesem Globalismus. Das können wir ganz klar beobachten. Und jetzt ist es an uns, dass wir dem Ganzen etwas entgegensetzen. Und da bringt ja die Natur so viel mit. Ich meine, der Mensch, das haben wir ja auch schon in einem anderen Podcast schon mal besprochen. Damals mit Michael Dange, wenn du dich daran erinnerst, wo wir über Wirtschaft geredet haben, da wollte ich ja auch ganz gerne mal ein bisschen in das Philosophische reingehen. Das nicht, weil ich mich da irgendwie ganz gut fühle oder so, dass ich einen Aristoteles oder dergleichen zitieren kann, sondern auch da wird ständig, wenn wir über Wirtschaft reden, über Finanzpolitik oder dergleichen, es wird ständig über irgendwas Technisches geredet, über irgendwelche Maßnahmen. Wie zum Beispiel, wollen wir ein Vollgeld oder wollen wir das nicht und so weiter. Alles schön und gut, aber warum fangen wir nicht im Urschleim an, also um uns erstmal überhaupt im Klaren zu werden, warum ist zum Beispiel so ein Vollgeldsystem sinnvoll oder warum ist dieses System, das auf dem Zinseszins fußt, warum hinterfragen wir das Ganze, ja? Da geht es eben wirklich darum, mal zu schauen, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und das ist das A und das O, das zu verstehen, dass in dem Menschen eine Art Telos, ein Ziel innewohnt, ganz tief in ihm verwurzelt ist, dass er sich mit anderen seinesgleichen vor allem zusammentut, dass er Familien gründet, dass er Sippen gründet, Dörfer, Städte, ganze Gemeinschaften, ganze Völker sich so ganz organisch und natürlich entwickelt haben, dass also der Mensch ein Gemeinschaftswesen ist. Das ist genau das Gegenteil von dem, was der Globalismus macht. Denn der Globalismus atomisiert die Menschen. Er reduziert den Menschen auf ein Individuum, was völlig unabhängig von allen anderen Individuen auf diesem Planeten leben könnte. Und das ist das große philosophische Gegenmodell dazu. Erstmal ganz einfach, ganz banal im Urschleim sich betrachtet, während die Globalisten und diese liberalen Modernisten eben so tun, als wäre das Individuum wirklich könnte alleine existieren, sagen wir genau das Gegenteil und das zu Recht, dass die Natur und die Geschichte gibt uns Recht. Nein, in den Menschen wohnt dieses Gefühl, dieses Ziel, sich ständig mit anderen zu paaren, mit ihnen Gemeinschaften zu bilden und dann auch Arbeitsteilung zu bilden, worauf jede einzelne Gesellschaft fußt, der Sohn Politikon, wie ihn Aristoteles genannt hat. Das sind Dinge, da müssen wir anfangen. Also wenn wir über sowas nicht reden, sowas nicht verstehen, brauchen wir gar nicht erst über die große Politik oder hier über die Farbe des Daches reden. Deswegen machen wir das ja, und das wäre auch meine letzte Frage für heute, nämlich ja, wie wir diese Menschen abholen, auch in Hinsicht jetzt auf die aktuellen Großdemos. Du sprachst ja von einer Vision. Wie schaffen wir so eine Vision, und bevor wir die nach außen tragen, wie schaut diese aus? Also du hast es ja schon angesprochen, den Gemeinschaftssinn ansprechen. Also diese Egalität auch, das ist ja auch das, was uns von den Globalisten unterscheidet. Für die sind ja Menschen nur austauschbare Nummern. Also wenn von dem einen Volk oder von der einen Bevölkerung zu wenig Menschen dort sind, dann sagen wir einfach durch die Replacement Migration transportieren wir einfach dort, wo zu wenig Menschen sind, von einer anderen Stelle hin. Das heißt, der Mensch wird einfach nur als irgendeine Masse betrachtet, die man einfach irgendwo auf diesem Planeten hin und her schiebt. Ja, also denen ist es egal, ob in Europa oder speziell jetzt für Deutschland 80 Millionen Volksdeutsche leben oder 80 Millionen Menschen aus aller Herren Länder, die dann irgendwelche Arbeiten durchführen, wie du schon sagst, dieses technisch Gesehene, oder die dann konsumieren oder dann Steuern zahlen, sondern für die ist es einfach eine gesichtslose Masse. Ja? Und das ist ja auch etwas, was uns von dieser egalitären Ideologie unterscheidet, dass wir auch dieses Hierarchische haben. Ne? Zum Beispiel, welche Menschen will ich um mich haben? Oder auch der Fakt, dass, wenn ich in China geboren werde, bin ich nicht direkt ein Chinese, genauso wie ein Orientaler oder ein Afrikaner, der in Deutschland zur Welt kommt, nicht automatisch Deutscher, Volksdeutscher ist, vielleicht einen deutschen Pass, aber eben kein Volksdeutscher und auch somit kein authentischer Repräsentant
unserer Schicksalsgemeinschaft. Und das ist ja auch etwas, was man da wieder als, als Gegenvision aufbauen kann, nämlich diese Identität, die man nicht einfach nur annimmt, so wie es ja mittlerweile auch 65 Geschlechter gibt, die man annehmen kann, sondern diese Verwurzelung, dass das auch etwas zählt, anstatt dieser kosmopolitische, wurzellose Wirtschaftsfaktor, den man einfach so hin und her schiebt. Ja, und es ist eben auch nicht nur so, dass das auch wichtig wäre, sondern es ist das Entscheidende. Das Entscheidende ist tatsächlich, wenn wir die Dinge in der Welt betrachten, dann ist es wichtig, dass man sich über das Moment der Identität, das identitäre Moment im Klaren wird. Also jedes Ding an sich, jedes Ding ist ein Einzelnes, es ist aber zugleich auch ein Allgemeines. Also es ist ein Ding als Einzelnes, aber es gehört auch einer Allgemeinheit an. Zum Beispiel der Mensch, er gehört meinetwegen der Menschheit oder einer der globalen Weltbevölkerung halt, also der Weltbevölkerung an. Das ist die Allgemeinheit. Das akzeptiert ja der Globalismus soweit auch. Aber was er vergisst, und das ist das Entscheidende, jedes Ding ist nicht nur einzeln und allgemein, sondern es ist auch besonders. Es gibt auch ein Besonderes. Das Moment der Identität, das identitäre Moment ist ein, bedeutet, ein Ding ist ein Einzelnes, ein Besonderes und ein Allgemeines. Nur in dieser Dreieinigkeit, nur mit diesen drei Merkmalen ist ein Ding wirklich ein Ding. Also das klingt ja schon wieder so ein bisschen banal, aber genauso ist es nun mal. Könnte man auch sagen, Mikrokosmos, Makrokosmos. Also ja, natürlich. So wie unten, so auch oben. Das ist völlig klar. Es ist alles, alle Dinge auf dieser Welt, also es sind nicht nur Menschen, sondern Objekte, alles, was du siehst, alles, was wir kennen, ja, jede Materie an sich ist als Einzelnes zu betrachten, ist besonders, was es natürlich mit dem Allgemeinen auch verknüpft. Also wenn ich jetzt nur Mensch und Menschheit sehe, also Mensch als Einzelnes und dann also das Individuum und dann die Menschheit als Allgemeines, wo ist denn da noch das Besondere? Das Besondere nur, dass wir alle Menschen sind? Also ich meine, ich will das nicht nivellieren, das ist etwas Besonderes. Aber das reicht eben nicht, das sehen wir ja auch. Wir können das an der Geschichte ablesen, das reicht eben nicht. Sondern es gibt eben auch noch Spezifika, also Völker, Kulturen, Nationen, ja, Religionen und so weiter. Das sind alles besondere Eigenschaften, die diese Menschen miteinander teilen. Und je tiefer, je stärker dieses Besondere ist, desto stärker ist natürlich auch die Identität zwischen den Dingen. Und das ist die Grundvoraussetzung einer jeden Gesellschaft, einer jeden Gesellschaftsordnung. Deshalb lehnen wir ja auch die multikulturelle Gesellschaft ab. Nicht, weil wir etwas gegen Ausländer haben oder weil wir etwas gegen anders lebende Menschen haben, Menschen, die aus anderen Kulturen kommen. Im Gegenteil, wir wollen das ja erhalten. Wir finden das ja gut, dass es diese Menschen gibt. Weil es ist ja natürlich, dass es das gibt. Sondern es wird ja zerstört und diese Gesellschaften sind nicht mehr, sie können nicht funktionieren. Das wissen wir. Sie können nicht funktionieren, zumindest nicht auf Dauer. Wenn der Wohlstand wegbleibt, funktionieren solche Gesellschaften nicht mehr, weil dort einfach das Besondere fehlt. Weil die Unterscheidungen zwischen den Menschen, die tatsächlich, wenn wir uns anschauen, es gibt mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede, ist richtig. Aber es kommt am Ende auf die Unterschiede drauf an. Wir haben auch eine ganze Menge Gemeinsamkeiten mit einem Schwein. Und trotzdem würde niemand auf die Idee kommen, oder kein zumindest gesunder Mensch auf die Idee kommen, jetzt sozusagen, die Schweine sind genauso wie wir und wir müssten jetzt genauso leben wie wir und so weiter. Ja. Sondern da ist am Ende auch diese Minderheit von Unterscheidungen das am Ende Entscheidende. Und das ist auch mit allen anderen Dingen in dieser Welt. Das muss einem klar sein, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Vision, unserer Gegendarstellung, wenn man das so nennen möchte. Und natürlich ganz wichtig, der Globalismus oder die Ideologen des Globalismus, sie betrachten die geschichtliche Entwicklung als linear, als etwas Lineares. Die Geschichte entwickelt sich aber nicht linear, sondern sie entwickelt sich zyklisch, beziehungsweise ich sage lieber gerne spiralförmig. Also ich glaube nicht, dass die Geschichte wiederholt, aber sie wiederholt sich schon auf eine gewisse Art und Weise. Also es gibt im Kern ist es immer irgendwie immer wieder das Gleiche. Es gibt immer wieder die gleichen Phasen, die wiederholen sich. Die Formen sind aber unterschiedlich. Deswegen sage ich spiralförmig, weil sie entwickeln sich schon irgendwie weiter. Aber es dreht sich immer so. Ne? Es dreht sich. Gewisses Muster. Genau, richtig, ja, richtig.
Also es gibt gewisse Muster und so weiter, die immer wiederkehren. Es könnte zum Beispiel passieren, halte ich für absolut wahrscheinlich. Letztens habe ich das in einer Diskussion mit meinem Kollegen Dominik Schwarzenberger gehabt, hier in einem Interview, wo er auch gesagt hat, also er kann sich zum Beispiel vorstellen, das teile ich mit ihm, dass wir hier auch wieder so etwas wie Kommunismus haben könnten, ja. Das ist alles, oder also sozialistische Systeme in Europa, im Westen, ist machbar. Also es ist möglich, also dass sich, es kann sich alles gewissermaßen wiederholen. Das ist nicht so, wie das Francis Fukuyama verkündet hat, dass die Welt zu Ende ging oder die Geschichte zu Ende ging mit dem Untergang des Sowjetreiches, also der Sowjetunion. Und jetzt der amerikanische Liberalismus gewonnen und gesiegt hat, sondern es kann jetzt, und es ist sogar sehr wahrscheinlich sein, dass der Liberalismus jetzt seinem Ende entgegengeht und etwas kommt, wiederkommt, was es schon mal gab. Nur in einer anderen Form dann natürlich dann. Ne? Ja, und was du auch gesagt hast, diese Fragmentierung, solange es uns gut geht wirtschaftlich, ist das alles schön und gut, aber der Globalismus zerstört ja auch die Solidarität. Und die Solidarität, die fehlende Solidarität, das sehen wir ja dann, wenn es uns schlecht geht, dann schauen wir, wer gehört zu uns. Und gerade bei denjenigen Vertretern fremder Völker, die wissen nämlich ganz genau, woher sie kommen. Ja? Also für die zählt tatsächlich so eine Art völkisches Denken. Dann ist nämlich dem Türken der Landsmann, der hier lebt, viel näher als der Ethnodeutsche, der den hier rübergeholt hat. Und dann sehen wir nämlich ganz klar, dass auch diese ethnischen Linien, dass die wieder ganz stark hervortreten, so wie wir es in ehemaligen Jugoslawien gesehen haben. Ich meine, wer sieht sich denn als Jugoslawe? Wir hatten Kroaten, Serben, Albaner. Und als das nicht mehr zusammengehalten wurde durch Tito, dann ist das wieder ganz schnell auseinandergebrochen und man sah eine Art Gruppenegoismus. Ne? Ja, natürlich. Natürlich. Und das sind Dinge, weil du hast ja auch danach gefragt, ja, also wie schaffen wir eine Vision und so. Wir werden das jetzt natürlich nicht in diesem Podcast machen, ja. Es gibt natürlich Ideen, die du hast, die ich habe, die wir auch diskutieren und die wir mit anderen Leuten diskutieren. Und darum geht es eben. Wir müssen darüber sprechen, wir müssen debattieren, wir müssen diskutieren, wir müssen die Dinge zu Papier bringen. Es muss Tagungen geben, Symposien, Debatten, die organisiert werden, Zeitschriften. Wir haben Zeitschriften, aber welche Zeitschriften befassen sich wirklich also intensiv mit Inhalten. Also ich meine wirklich so, dass man, so wie ich das, ist für mich ein absolutes Vorbild, komme ich jetzt wieder mit meinem Lenin, ja, aber du bist aber kein Nationalbolschewist, oder? Bin ich nicht. Nein, keine Angst, das bin ich nicht. Aber ich lehne es auch nicht ab, weil auch das hat seine Berechtigung bis zu einem gewissen Grad. Ja, und nein, der Funke, die Iskra, na, das ist ein Zeitschriftenprojekt gewesen, was damals die sozialdemokratischen Aktivisten, also die also wichtigsten Theoretiker, unter anderem eben Lenin, ins Leben gerufen haben. Und dort haben wirklich Sozialdemokraten unterschiedlichster Strömungen, die haben zusammengearbeitet, die haben diskutiert in dieser Iskra. Die wurde dann irgendwann aufgelöst, ja. Aber die hat ihren Sinn und Zweck gehabt darin, dass sich diese Bewegung inhaltlich richtig geschärft hat. Die hat ihr Profil geschärft. Die haben weltanschaulich, ideologisch, haben die richtig gestritten miteinander. Aber auf Augenhöhe, ohne sich jetzt gegenseitig total mit Dreck zu beschmeißen. Die haben das respektvoll und gemacht und ja, da wirklich nach dem Motto, der Bessere möge der Sieger sein. Ja, die haben wirklich kurz gesagt richtig gute Theoriearbeit geleistet. Egal, wie man jetzt zu den Inhalten von denen steht, darum geht es nicht. Es geht darum, dass diese Form, die ist hochgradig intelligent und nachahmenswert und das müssen wir erst einmal machen und dann haben wir auch ein Angebot für diese Massen, die sich jetzt auf Großdemonstrationen treffen, die dort Stammtische jetzt aus den Angeln heben oder aus den. Also es ist ja wirklich, wir sehen ja richtig, dass da überall jetzt bei mir auch in der Region überall finden Veranstaltungen statt. Die Leute aktivieren sich endlich, die beschäftigen sich mit unterschiedlichsten Sachen. Die machen ja jetzt in Kurzzeit das durch, was wir teilweise über Jahre durchgemacht haben. Und auch das ist wichtig. Die müssen ihre eigenen Erfahrungen machen. Die werden irgendwann ernüchtert sein massiv, weil sie feststellen, selbst wenn wir jetzt hier einen Systembruch irgendwo bekommen, den werden wir bekommen und der wird vor allem in erster Linie dadurch zustande kommen, weil die da oben einfach nicht mehr können, ja, und die da unten dann eben auch nicht mehr wollen, aber dann muss dann, spätestens dann, muss etwas da sein, was dem Ganzen etwas entgegensetzen kann. Und das ist, ich kann es nur immer wieder betonen,
die Betonung auf dieses Gemeinschaftswesen, das sind solche Begriffe wie oder solche Modelle wie die raumorientierte Volkswirtschaft von meinem Kollegen Pellanat O. Der hat ein astreines Modell herausgearbeitet, was zumindest erstmal als Grundlage dient, wo wir uns auf wirtschaftlicher Ebene und auf einer soziologischen Ebene beschäftigen können damit, wie sind denn eigentlich gesellschaftliche Strukturen gewachsen und wie können wir gesellschaftliche Strukturen erhalten? Ja, auf wirtschaftlicher Ebene, auf gesellschaftlicher, auf sozioökonomischer Ebene. Das klingt alles immer so streng wissenschaftlich, aber das sind am Ende die Dinge, die uns alle betreffen und die wir jeden Tag erleben in unserer Familie, auf Arbeit, wenn wir da rausgehen, wenn wir einkaufen gehen. Und das sind Dinge, die sind so banal eigentlich, die können wir jeden Tag beobachten. Und das ist es, da müssen wir müssen uns anfangen, wieder mit diesen, so komisch das klingen mag, mit diesen banalen Dingen wieder zu befassen und uns dessen bewusst zu werden, ohne hier total in das intellektuelle, in intellektuelle Elfenbeintürme uns hier zu verschanzen und dann zu glauben, wenn wir intelligente und Begriffe, die irgendwie kaum einer übersetzen kann, benutzen, dass wir dann irgendwie bei den Massen landen können, sondern wir müssen erstmal selber eine Sprache für uns finden, wo wir uns verstehen und dann wie er schon gesagt, woraus dann auch Propagandisten entstehen können, die wiederum Agitatoren rekrutieren und diese Agitatoren, das sind dann die Leute, die auf diesen Demonstrationen und auf den Großveranstaltungen den Leuten unsere Theorien in Bilder skizzieren, in einfache Ideen. Und so eine Plattform ist ja auch unter anderem Gegenstrom, also die Netzplattform von Metapol, wo ihr ja auch solche Ideen, auch kontroverse Sachen, quasi eine Plattform bietet. Immer wieder, das ist das A und das O aus unserer Sicht. Wir stecken natürlich auch noch gewissermaßen in den Kinderschuhen. Also wir machen das ja jetzt seit, also das ist jetzt, wir machen jetzt das vierte Jahr voll. Ja, also wir. Aber wir, ich muss eins sagen, es gibt wenige Beiträge, die dazu geleistet werden. Also es gibt einige Beiträge, es gibt schon sehr viele kluge Leute, die sich beteiligen und so. Also wir haben in den letzten Jahren wirklich sehr viele kluge Leute kennengelernt. Deswegen bin ich insgesamt auch sehr positiv gestimmt und sehr optimistisch, was die Zukunft anbelangt. Aber aus den alten Strukturen, wo ich ja auch herkomme, wo ich auch meine Erfahrungen sammeln durfte, da kommt fast nichts. Das muss man einfach so sagen. Da kommt so gut wie gar nichts. Also die tänzeln die ganze Zeit weiterhin um das goldene Kalb. Ich weiß, es wird viele Leute vielleicht irgendwo treffen, ja. Das werden sie nicht gerne hören, aber das muss man so deutlich sagen. Also es wird die ganze Zeit immer wieder nur über die Farbe des Daches diskutiert. Ja, also findet dort keine Weiterentwicklung statt. Tatsächlich, ja. Also leider, also abgesehen von ein paar einzelnen Gruppen und Einzelpersonen und so weiter. Also das will ich jetzt nicht in Gänze irgendwie hier schlecht reden, sondern es gibt schon eine Weiterentwicklung auf verschiedenen Ebenen. Aber was die Theoriearbeit anbelangt, da sehe ich gerade dort sehr wenig. Leider. Ja, und deswegen ist es ja auch gut, dass es so Plattformen wie Gegenstrom oder auch Metapol mit euren Seminaren gibt, die halt eben da Pionierarbeit leisten und nicht quasi das Alte kritisieren, sondern was Neues schaffen und eben, wie du schon angesprochen hast, diese Denkschemata durchbrechen und einfach einen neuen Geist quasi voranbringen. Und ja, ich hoffe, dass er vielleicht auch jetzt Zuhörer vielleicht motiviert sind, sich mal mit dir in Verbindung zu setzen oder mit euch. Ich werde deswegen auch nochmal die Netzseite von euch in die Videobeschreibung reinsetzen. Dort könnt ihr dann auch Peter bzw. Die Macher hinter Gegenstrom und Metapol kontaktieren. Und ja, ich hoffe mal, dass sich der ein oder andere vielleicht auch einbringen möchte mit eigenen Ideen und Theorien, um das Ganze alles noch weiter gedeihen zu lassen. Gut, Peter, ich würde sagen, für heute haben wir es geschafft. Wir sind quasi nochmal drauf eingegangen, was die Faktoren des Weltwirtschaftsforums, was die vorhaben. Wir haben darüber gesprochen, wie so ein Gegenentwurf, wie eine Vision auszusehen hat. Also klar, den menschlichen Aspekt, den Gemeinschaftsaspekt herausstellen im Gegensatz zu dem konturlosen Egalitarismus der Globalisierung und dass das eigentlich das
Alleinstellungsmerkmal von uns Rechten ist und dass wir das aus einer natürlichen Sichtweise heraus argumentieren können und den Leuten näher bringen können. Ja, genau. Also ich kann auch nur immer wieder Danke sagen für die wunderbaren Gespräche, die wir hier zusammenführen. Das ist ja auch Werbung jetzt nicht nur für dich und für Metapol, sondern das ist ja natürlich auch vor allem in erster Linie Werbung für die Debatte, dass die Leute endlich sich mit Inhalten auseinandersetzen, sich nicht mehr mit Äußerlichkeiten so viel befassen, sondern tatsächlich dann doch mal tiefer in die Materie eintauchen. Und ich denke schon, dass wenn sie da deinem Podcast zuhören, machen sie schon mal auf jeden Fall nichts Falsches, nicht wahr? Und wenn wir vielleicht den einen oder anderen auch dazu gewinnen können, dass wir hier auch künftig vielleicht in der Hinsicht mehr leisten können. Wir machen ja diese Seminare, aber wir wollen eben auch, sind auch am Überlegen, da Tagungen, Symposien anzubieten, dass man mit mehr Leuten hier tatsächlich mal über verschiedenste Sachen diskutiert. Ja, wo du es gerade ansprichst mit dem Seminar, das wäre ja jetzt am 7.11., das steht ja noch in den Sternen aufgrund der ganzen Corona-Maßnahmen. Also da will man uns ja auch, nicht nur uns, sondern allen Gemeinschaften irgendwo einen Strich durch die Rechnung machen. Da wäre natürlich mal zu überlegen, ob man in Zukunft solche Seminare, das im Frühling ist es ja ausgefallen wegen Corona, jetzt im Herbst vielleicht auch, wäre natürlich sehr schade, ob man so etwas einfach interaktiv gestaltet. Man könnte ja auf Discord zum Beispiel einen Serverraum einrichten und die Leute dorthin einladen. Dann kann jeder zu Hause quasi vom Bildschirm teilnehmen und man hat dann eben seinen Referent, der dort dann eben seinen Beitrag vorträgt. Das wäre ja auch mal eine Maßnahme vielleicht, um sich da nicht komplett durch die Corona-Maßnahmen aus dem Spiel bringen zu lassen. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, den du da anbringst und eine gute Frage. Es ist tatsächlich, ich muss ein Update hier geben. Mittlerweile ist es so, wir müssen das Seminar absagen, weil die Lage sich so verschärft hat, dass die Veranstaltung definitiv nicht stattfinden kann. Es ist wirklich so, dass die Veranstaltungen in der Größenordnung dürfen keine Veranstaltungen in dem Landkreis stattfinden, weil er zum Risikogebiet erklärt wurde. Das bedeutet also für uns definitiv, die Veranstaltung findet nicht statt. Und deswegen denken wir natürlich auch jetzt darüber nach, das, was du gerade schon angesprochen hast, wie kann man denn trotzdem dafür sorgen, dass die Leute über diese Themen sprechen, dass sie diskutieren, dass wir diese Sachen ins Spiel bringen. Und da ist es auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache. Wir werden das in unserem Kreise besprechen und würde mich natürlich freuen, wenn wir da vielleicht auch, du bist ja da auch sehr erfahren in diesem Bereich, wir arbeiten ja, was das Technische angeht, sehr gut jetzt mit dir auch schon eine Weile zusammen und ob man da sich vielleicht auch mal gemeinsam besprechen kann, wie man mit den Sachen künftig umgeht, also ob man da vielleicht sogar zusammen ein Format aufmachen kann. Ja, definitiv, weil man darf sich halt da nicht ja irgendwie ins Abseits oder in die Passivität drängen lassen. Klar, es geht nichts darüber, über das echte Erleben im echten Leben, aber gerade dieser Austausch, der darf ja nicht zum Erliegen kommen. Gerade jetzt, wo es eben die heiße Phase, sage ich mal, wo sich alles zuspitzt, gerade da muss man ja in Interaktion treten, in Austausch, geistigen Austausch. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das natürlich auch ein Grund ist, warum diese Maßnahmen halt eben so penetrant durchgezogen werden, um halt eben auch den Austausch, das menschliche Miteinander auszubremsen, sage ich mal. Ne? Und da können wir auf jeden Fall gerne mal drüber sprechen, was wir da machen können. Und dann würde ich sagen, soll es das für heute auch gewesen sein. Ich denke mal, als gutes Schlusswort auf das, was kommt. Und ja, gut, ihr habt es ja gehört, also das Seminar fällt leider aus. Dann haben wir ja auch schon mal Klarheit geschaffen jetzt auf diese Weise. Schade, hätte mich sehr gefreut. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Und ja, gut, Peter, dann würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch heute. Wir machen ja noch einen weiteren Teil nochmal über
Weltwirtschaftsforum beziehungsweise die Pläne, die dahinter stehen, nämlich die Überwachung, wie das funktionieren soll, wie sich das die Herren vorstellen. Aber dazu dann mehr im dritten Teil. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite nochmals für dieses wunderbare Gespräch.